Also es geht heute um ein bisschen weniger chaotisches Thema, dafür mehr um ein kosmologisches Thema. Und ich hoffe, dass es genügend Interessenten hier findet. Und diese Frage, wie Sterne und Galaxien entstehen konnten und entstanden sind, ist eine der fundamentalen Fragen, die man sich überhaupt stellen kann, weil sie auch ein bisschen, weil zu dieser Frage auch die Frage nach unserer eigenen Herkunft gehört, weil man nämlich heute weiß, dass die Elemente, die man als die Grundbausteine des Lebens kennt, zum größten Teil relativ spät in der Geschichte des Universums entstanden sind, und zwar im Inneren von Sternen als Folge von Fusionsprozessen. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen schwierig, diese Frage in 15 Minuten irgendwie unterzubringen. Deswegen werde ich auch nur einen ganz bestimmten Aspekt rausgreifen und eine ganz kurze Zusammenfassung von allem geben. Und zunächst möchte ich damit anfangen, eine Voraussetzung, die bereits in dem Titel in der Frage gemacht wird, hinzuweisen. Und zwar, dass wird hier gefragt, wie diese Strukturen entstehen konnten. Und vor noch nicht allzu langer Zeit war man der Meinung, dass diese Strukturen gar nicht entstanden sind, sondern schon immer da waren. Und man ging davon aus, dass das Universum unendlich lange existiert hat. Im Gegensatz zu der heutigen Meinung, dass es in einem Urknall begonnen hat. Und deshalb, weil es da eine ziemlich coole Beobachtung gibt, die wir täglich machen am Nachthimmel und die darauf hinweist, oder die einer der Hinweise quasi auf das Urknallmodell ist, möchte ich diese Beobachtung kurz ein bisschen erklären, um die Frage besser zu motivieren zunächst mal. Und das Ganze ist unter dem Namen Olbers Paradoxon bekannt. Und was dieses Paradoxon besagt, ist, dass wenn das Universum für unendlich lange Zeit bisher schon existiert hat und wenn es unendlich groß ist und homogen mit Galaxien gefüllt ist oder mit Strukturen, mit Sternen, dann müsste der Himmel so aussehen. Ja? Also an jedem Punkt müsste die Helligkeit unendlich sein. Unendlich kann ich leider nicht darstellen, deswegen einfach nur weiß. Und das ist, bei dieser Feststellung, da bringt es auch nichts, dass man sich sagt, dass die Helligkeit ja quadratisch mit dem Abstand abnimmt. Und es nützt dann auch nichts, dass die Möglichkeit gegeben sein könnte, dass irgendwelche großen Staubwolken die Sicht versperren, sondern es ist einfach ein theoretisches Resultat, dass unter den genannten Voraussetzungen die Helligkeit an jedem Punkt im Himmel unendlich sein müsste. Und was man natürlich stattdessen sieht, okay, das kommt jetzt heller rüber als ich dachte, deswegen sieht es ein bisschen blau jetzt aus, anstatt dunkleres Blau, ist das hier. Und was man in Großstädten eher sieht, ist das. Und was man hier bei uns in Deutschland meistens eher sieht, ist das hier. Ja, und was hält man jetzt davon, von dieser Beobachtung, dass der Nachthimmel größtenteils dunkel ist und nicht hell erleuchtet? Das ist ein Hinweis darauf, noch kein Beweis, aber zumindest ein Hinweis, der dafür spricht, dass Sterne noch nicht immer existieren konnten. Und ich finde es einfach, ich habe es jetzt einfach hier als ein Beispiel angeführt, weil ich ziemlich cool finde, dass man diesen Hinweis durch alltägliche Beobachtungen schon bekommt. Ja, und was stattdessen an die Stelle dieses unendlich alten Universumsmodells gekommen ist, ist unsere heutige Idee des Urknalls. Und mit dem Urknall kommt leider auch ein großes Problem, nämlich zu erklären, wie die Struktur zustande kommt. Und das hier ist ein Meme, das ursprünglich aus South Park kommt. Und da stand vorher logischerweise nicht Big Bang und diese Galaxie hier, sondern das ist aus der Folge über die Underpants-Gnomes.
Und da stand bei Phase 1 Collect Underpants und bei Phase 3 Profit. Und das war das Geschäftsmodell von denen. Ja, und wir haben jetzt in der Kosmologie das Problem, dass wir eben genau wissen wollen, was jetzt bei Phase 2 passiert. Und speziell bei dieser chaotischen Viertelstunde geht es mir jetzt weniger darum, über den genauen Verlauf oder den genauen Mechanismus, wie letztendlich die Entstehung von Sternen und Galaxien zustande kommt, sondern mir geht es um eine viel, viel tiefer greifende Frage, nämlich, und die werde ich noch ein bisschen motivieren, nämlich wie es überhaupt dazu zustande gekommen ist, dass die Materieverteilung im Universum ungleichmäßig werden konnte. Und da müssen wir zunächst mal, da muss ich zunächst mal kurz erklären, warum das überhaupt ein Problem ist. Es sollte nämlich im Urknallmodell alleine, wenn man das nicht mit irgendwelchen anderen Modellen kombiniert, überhaupt keine Struktur entstehen. Und das Urknallmodell sagt euch sicherlich allen was. Ganz kurz zusammengefasst, also in der kürzesten Zusammenfassung, die man machen kann, beginnt das gemäß dem Urknallmodell die Zeit in einer Singularität. Und Singularität bedeutet einfach ein Punkt, der unendlich dicht ist. Und seither ist das Universum, also man sagt, es ist räumlich expandiert, es ist größer geworden. Und was man damit meint, ist, dass das Volumen des Universums seither stetig zugenommen hat. Und ich werde dazu auch noch gleich was sagen, wie man sich das vorstellen muss. Was nämlich Expansion heißt, ist Folgendes, und da muss ich zunächst mal eine Voraussetzung machen, und zwar, dass man, dass man die Raumzeit sehr gut illustrieren kann, indem man erstmal den Zeitpfeil einzeichnet und den Raum zu verschiedenen Zeitpunkten als zweidimensionale Blätter darstellt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Blatt rausnimmt, dann seht ihr, also das ist ein bisschen dunkler das Bild, als es sein sollte, aber ich hoffe, man kann es gut erkennen, dass diese Blätter einfach Punkte konstanter Zeit sein sollen. Also alle Punkte, die irgendwie gleichzeitig sind, jeweils zu diesem Zeitpunkt, den ihr da links ablesen könnt. Und es hilft vielleicht, sich das so ein bisschen vorzustellen wie Frames in einem Video. Also diese zweidimensionalen Blätter hier, die sollen dem dreidimensionalen Raum zu verschiedenen Zeitpunkten entsprechen. Okay, und in dieses Diagramm kann ich jetzt einzeichnen, was das Urknallmodell oder was die räumliche Expansion in dem Fall bedeuten soll. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben hier die Materie im Universum und wir haben jetzt auf jedem Raumblatt, stellen wir uns so ein Koordinatennetz vor. Und jetzt gucken wir uns einfach ein beliebiges Raumblatt an. Zum Beispiel das in der Mitte. Und wir gucken jetzt, wo diese zwei Galaxien, die jetzt hier eingezeichnet sind, sich befinden. Und wir nehmen an, dass diese Galaxien konstant an dieser Koordinate bleiben. Das heißt, sie bewegen sich nicht relativ in diesem Koordinatensystem. Und was jetzt passiert, ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich das Blatt darüber, dass die Galaxien immer noch an ihrer Koordinate geblieben sind, aber dass der physikalische Abstand zwischen dieser Koordinate größer geworden ist. Der physikalische Abstand ist der, den ihr messt. Das ist den man beobachten kann. Und es gibt ja diese Formel, die nennt sich, also das ist im Prinzip eine Version von dem, was man als das Hubble-Gesetz kennt. Und diese Formel gibt an, dass man den physikalischen Abstand erhält, indem man den Koordinatenabstand, Delta X in dem Fall, das ist einfach gerade der Abstand hier zwischen, also das ist quasi für diese Galaxien, das ist jetzt hier 1, weil die genau im Eikästchen verschoben sind und halt in sinnvollen Einheiten ausgedrückt. Und das multipliziert mit einer Funktion, die eine Funktion der Zeit t ist und die größer wird über die Zeit. Und das gibt dann den physikalischen Abstand an.
Und das Konzept ist ein bisschen schwierig, vielleicht am Anfang zu verstehen, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Und das ist sehr, sehr unintuitiv. Weil es erzeugt quasi zwei Begriffe von Bewegung. Nämlich ein Objekt kann dadurch bewegt erscheinen, dass, also bewegt heißt, dass der Abstand, den man misst, also dieses Delta R wächst. Es kann dadurch bewegt erscheinen, dass der Raum selbst sich ausdehnt oder dass über dieser Bewegung überlagert noch eine Eigenbewegung der Galaxie stattfindet. Und diese Eigenbewegung wäre eine Änderung der Koordinate. Aber für die räumliche Expansion ist einfach nur erstmal das Bild wichtig, dass sich der physikalische Abstand, den man zwischen zwei Raumkoordinaten misst, über die Zeit hinweg größer wird. Und das ist auch ein bisschen, was zum Urknall geführt hat, denn wenn man die heutige Beobachtung, dass die Galaxien sich tatsächlich scheinbar voneinander wegbewegen, was man dadurch erklärt, dass sich der Raum selbst ausdehnt, wenn man die in der Zeit zurück extrapoliert. Ihr seht ja, dass die Galaxien immer näher aufeinander zukommen in dieser Grafik, dann landet man irgendwo bei einem Punkt, wo einfach alle Objekte an einem gleichen Punkt gewesen sein müssen. Und man könnte sich überlegen, ob das nicht auch so eine asymptotische Entwicklung sein könnte, dass diese Funktion a von t nur langsam gegen 0 strebt, aber niemals 0 erreicht. Aber was man nach dem Modell tatsächlich rausbekommt, ist, dass dieses a von t, was hier aufgetragen ist, in der nächsten Folie jetzt, in dieser hier, dass das tatsächlich irgendwann einen Punkt erreicht, wo es einfach 0 ist. Das heißt, dass irgendwann nach diesem Modell alle Materie in einem Punkt konzentriert sein musste. Und dieser Punkt ist dann die Urknall-Singularität. Okay, so. Und jetzt kommen wir zu dem Problem der ganzen Sache. Nämlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es einen Urknall gegeben hat und man betrachtet das Universum einen ganz kleinen Augenblick später, wo es, also ganz, ganz kurz ein paar Mikrosekunden nach dem Urknall, dann, was man dann vorfindet, ist ein Universum, was homogen ist. Das heißt, es sieht an jedem Punkt gleich aus. An jedem Punkt herrschen die gleichen Bedingungen, egal welche Größe man sich anguckt, alles ist gleichmäßig verteilt. Und der zweite Teil des Problems ist, dass die Gesetze, die an jedem Punkt gelten, natürlich ebenfalls gleich sind. Zumindest ist das die philosophische Annahme, die irgendwie der Physik zugrunde liegt. Das heißt, jedes Teilchen und jedes benachbarte Teilchen machen exakt die gleiche Entwicklung durch. Und egal welchen Mechanismus man nun vorschlägt, wie sich irgendwelche Strukturen bilden können, man hat grundsätzlich das philosophische Problem zu erklären, wie diese Art von deterministischer Zeitentwicklung zu ungeordneten Strukturen überhaupt führen konnte. Und das ist die Frage, die hier formuliert ist und die der Kern dieser chaotischen Viertelstunde quasi ist. Nämlich, wie entstanden diese Ungleichmäßigkeiten innerhalb der Materiedichte? Und ein bisschen werde ich auch darauf eingehen, wie dann aus diesen Ungleichmäßigkeiten letztendlich kosmische Strukturen entstehen konnten. Und ich lasse euch nicht lange warten. Die Erklärung, zumindest die man dafür heute hat, oder die beliebteste Erklärung, ist, dass man nämlich auch noch neben den Annahmen, die dem Urknallmodell zugrunde liegen, was im Grunde nur die allgemeine Relativitätstheorie ist von Einstein, dass man auch die Quantentheorie berücksichtigen muss. Und die wurde bisher in den theoretischen Ergebnissen, die ich hier illustriert habe, da ist sie überhaupt nicht eingeflossen, die Quantentheorie. Das macht man normalerweise auch nicht, dass man auf kosmologischen Skalen irgendwas quantenmechanisch rechnet. Aber in der Nähe vom Urknall zeigt sich dann, dass die Quantentheorie vielleicht doch ein paar nicht so unwichtige Effekte verursacht. Nämlich in der Quantentheorie haben wir ein Phänomen, was sich Quantenfluktuation oder Vakuumfluktuation nennt. Und stark vereinfacht gesagt handelt es sich um das, was ihr vielleicht schon als die Heisenbergsche Unschärferelation kennengelernt habt, nämlich die Beobachtung,
dass sich das Teilchen nicht, also dass man den Ort und den Impuls von Teilchen nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit messen kann. Das ist die gewöhnliche Heisenberg-Schuppenschärfe-Relation. Und dann gibt es auch noch eine Heisenberg-Schuppenschärfe-Relation für Felder, für Quantenfelder. Und das ist jetzt ein bisschen ein abstrakter Begriff, den man jetzt erstmal so hinnehmen muss, Quantenfeld. Also vielleicht hat man nicht so unbedingt die Vorstellung, was das sein sollte. Ein Beispiel wäre das elektromagnetische Feld, das ist letztendlich auch als ein Quantenfeld erklärt. Und die Aussage, die in der Quantentheorie über diese Felder gemacht wird, also eine der Aussagen, ist auch sowas wie eine Unschärferelation, die besagt in dem Fall, dass der Wert und die Änderungsrate eines Feldes an einem bestimmten Punkt nicht gleichzeitig beliebig genau bekannt sein können. Und das heißt, dass man immer, egal wie leer man das, den Raum macht, man kann nie ein wirklich völlig perfektes Vakuum erreichen, in dem Sinne der klassischen Physik, wo man das noch konnte, sondern man hat immer irgendwelche Felder. Und diese Felder sind entweder gerade null oder, und ändern sich, oder sie sind halt nicht null und bleiben konstant. Aber man kann nicht zu zwei verschiedenen Zeitpunkten einen feldfreien Raum haben. Man muss immer entweder ein konstantes Feld oder ein Feld, was sich ändert und vielleicht an bestimmten Zeitpunkten mal null ist, muss man haben. Und was uns das jetzt hilft, ist, um die Antwort zu finden auf dieses Problem, dass diese Vakuumfluktuation einem echten Zufall folgen. Und das ist, also wer das jetzt nicht kennt, dieses Prinzip, wird vielleicht ein bisschen verwirrt sein, aber in der Quantentheorie haben wir es tatsächlich mit indeterministischen Größen zu tun. Und es gibt, ganz stark vereinfacht gesagt, nur der Mittelwert von bestimmten Größen folgt deterministischen Regeln. Und darum haben wir zufällig verteilte Fluktuationen an unterschiedlichen Stellen des Raums. Und das ist schon mal, das hört sich schon mal ein bisschen danach an, wie das es eben Inhomogenitäten in der Dichte gibt. Nur sind die zu dem Zeitpunkt, kurz nach dem Urknall, noch nicht in der Dichte, sondern in einem Quantenfeld, was man das Inflatonfeld nennt. Und das Inflatonfeld kann ich euch leider nicht genauer erklären, weil wenn ich das könnte, dann würde ich den Nobelpreis bekommen. Also, es ist einfach ein abstraktes mathematisches Modell und man weiß nicht genau, worum es sich dabei handeln soll. Ja? Aber es erledigt den Job, ja? Also dieses Problem zu lösen. Und was dieses Inflatonfeld, was die Besonderheit davon ist, ist, dass es einen Prozess vorantreibt, der sich Inflation nennt. Und davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, falls ihr euch ein bisschen mit populären Artikeln über Kosmologie beschäftigt habt. Nämlich die Inflation ist die Phase in der Frühzeit des Universums, wo die Expansion, die ich erwähnt hatte, tatsächlich exponentiell verläuft. Das heißt, die Änderungsrate ist ebenfalls eine Exponentialfunktion. Und das ist so ein bisschen hier dargestellt in dieser Grafik. Die Grafik zeigt quasi auf der vertikalen Skala, wenn man so will, diese Größe, den Skalenfaktor, der aus den Koordinatenabständen die physikalischen Abstände macht, die dann mit der Zeit anwachsen, weil dieser Skalenfaktor eine Funktion der Zeit ist. Und was die Inflation quasi ist steht hier auch an einem Pfeil, falls ihr das von hinten aus lesen könnt. Das ist einfach dieser Sprung, den ihr ganz am Anfang seht, wo es dann auf einmal riesengroß wird und danach flacht es so ab. Und wo das abflacht, da hört dann gerade diese Phase auf. Und wo diese Phase aufhört, wo das abflacht, da ist dann der Zeitpunkt, wo das Inflatonfeld. Also man sagt, dass das Inflatonfeld in gewöhnliche Materie zerfällt. Ganz stark vereinfacht gesagt. Ja, und die Idee, warum es zu diesem inflationären Wachstum überhaupt gekommen sein soll,
Das ist eine Idee, mit der man verschiedene Probleme auf einen Schlag lösen kann, unter anderem auch das Problem, was ich hier gerade in der chaotischen Viertelstunde angesprochen habe. Auch noch mehrere Probleme, aber auch das hier. Und die Idee, also wie uns diese Idee jetzt hilft, ist, dass diese Fluktuation in diesem Quantenfeld einen Abdruck in der Raumzeit hinterlassen, dadurch, dass sie die Raumzeit krümmen. Also ihr kennt das vielleicht, in der allgemeinen Relativitätstheorie hat man dieses Prinzip, dass eine Masse die Raumzeit krümmt und dadurch wird die Gravitation erklärt, die gravitative Beschleunigung von Körpern zueinander. Und wenn man nun diese Fluktuationen hat und diese Fluktuationen alle auf einmal auf makroskopische Skalen skaliert werden, dann sind es nicht mehr länger Quantenfluktuationen, sondern dann haben sie schon mal, dann spielen sie sich auf Größenskalen ab, die zu diesem Zeitpunkt für die Kosmologie interessant sind. Und dieser Abdruck, dieser makroskopische Abdruck, der wird in dem Augenblick sozusagen eingefroren, wo das Inflatonfeld in gewöhnliche Materie zerfällt. Und dann durch die Rückwirkung der gekrümmten Raumzeit auf die Dichte, das heißt die Dichte, die richtet sich mit der Raumzeitkrümmung aus, wenn man das so ganz vereinfacht sagen will, und das Ergebnis sind dann solche Täler und Berge, die wie gesagt nach echtem Zufallsprinzip verteilt sind, also die nicht deterministisch zustande gekommen sind, die, wenn man jetzt ein zweites Universum hätte, sozusagen, ganz anders aussehen würden, aber den gleichen Mittelwert hätten. Diese lokalen Dichteunterschiede sind letztendlich das, was dann irgendwann mal auf kosmologische Skalen anwächst. Und das sieht jetzt hier so ein bisschen aus im Bild, als wären es irgendwie positive und negative Fluktuationen, aber der Mittelwert, also diese Nulllinie hier in der Mitte vom Bild, soll tatsächlich die mittlere Dichte sein. Also das heißt, dass die Dichte ist natürlich positiv immer, zu jedem Zeitpunkt. Okay, und die Besonderheit ist nun, dass die Gebiete, in denen das Universum überdicht ist, also über dieser durchschnittlichen Dichte ist, im Vergleich zu denen, die einfach ziemlich relativ leer sind, die Gebiete, dass diese letztendlich, also man sagt, sie sind die Keime für spätere Strukturen. Und das Ganze versteht man so, dass das Universum expandiert zu diesem Zeitpunkt natürlich weiter vor sich hin. Und tatsächlich kommt es zustande, dass in einigen überdichten Gebieten die Eigengravitation dieser Gebiete, die auch noch hinzukommen zu dieser Expansion, ausreicht, um der Expansion irgendwann das Gleichgewicht zu halten. Also sie erst zu verlangsamen und irgendwann ganz zu stoppen, lokal, also in diesem Gebiet, während der Rest im Mittel immer noch mit der gewöhnlichen Expansion weiter folgt. Und was auf, also man muss da unterscheiden zwischen zwei Skalen, und diese Skalen sind unter anderem Faktoren rein, wie die lokale Schallgeschwindigkeit in dem Medium, was hier dieser Dichteverteilung folgt. Also es ist dieses Medium, um es genauer zu spezifizieren, es ist eine Flüssigkeit, die aus baryonischer Materie, das heißt gewöhnlichen Materieteilchen und Photonen besteht. Und die koppeln miteinander, diese beiden Teilchenspezies. Und in diesem Medium treten unter einer bestimmten räumlichen Skala witzigerweise Oszillationen auf. Und was das heißt, ist, dass in dem Fall die Eigengravitation nicht ganz gegen die Druckkraft ankommt, die auch noch da ist. Also innerhalb des Mediums ist ein bestimmter Druck vorhanden. Das ist im Fall der Photonen, das ist der Strahlungsdruck. Und was dieser Druck macht, ist, dass er die Gravitation für kurze Zeit über die Gravitation gewinnt. Und dann ist es wie bei so einem
über so ein Fehlerpendel, dann gewinnt die Gravitation irgendwann wieder und dann geht es immer so hin und her. Das heißt, die Höhe der Fluktuation, die ihr jetzt in diesem Bild sieht, die geht quasi so hoch und runter, ja, auf kleineren Skalen. Und erst auf größeren räumlichen Skalen, das heißt zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit erst oder bei Fluktuationen, die gleich schon auf größeren Skalen variieren, ist es so, dass tatsächlich ein Gravitationskollaps dann unter der eigenen Gravitation erfolgen kann. Ja, und das ist dieser dritte Punkt, nämlich der Kollaps. Und dieser Kollaps, der führt dann nicht dazu, dass die ganze Region irgendwann in einem einzelnen Punkt landet oder so, dass ein schwarzes Loch draußen wird, sondern es gibt einen Mechanismus, der diesen Kollaps stoppt. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Kollaps nicht ganz isotrop ist. Das heißt, die Teilchen sind nicht alle wirklich immer sphärisch symmetrisch in den Mittelpunkt und fallen wirklich auf perfekten Geraden aufeinander ein, sondern es gibt halt leichte Unregelmäßigkeiten, die dann dazu führen, dass die Teilchen sich quasi verfehlen. Ja? Und dann entsteht eine Situation, dass sich irgendwann so ein zusammen mit dem Druck, der auch noch wirkt und der auch noch den Kollaps ein bisschen stoppt, dass sich dann ungeordnete Bahnen einstellen und das Ganze ist, also der Radius dieser überdichten Region, wenn man so will, also was man als Radius definieren würde, wäre, wo die Dichte einen bestimmten Punkt überschreitet, der Radius hält sich dann irgendwann konstant. Und die Materie fällt nicht mehr weiter aufeinander ein, sondern kreist in wilden Bahnen umeinander. Also die einzelnen Teilchen. Und was sehr entscheidend ist, und das wird sehr, sehr stark unterschätzt normalerweise, ist, dass für die Möglichkeit, dass eine Struktur stabil sein kann unter ihrer Gravitation, also das heißt, jetzt nicht die Stabilität in dem Sinne, in dem ich das gerade erwähnt habe, sondern eine andere Stabilität, nämlich, dass diese Strukturen nicht einfach von dieser ungeordneten Bewegung wieder quasi verwaschen werden, dass die Teilchen alle wieder in den Raum hinausfliegen und dass die Gravitation diese Teilchen überhaupt, dass die Struktur die Teilchen verliert, sondern dass eben die Gravitation diese Teilchen in einem räumlich begrenzten Gebiet halten kann. Und was dafür entscheidend ist, ist tatsächlich eine Form der Materie, die man als dunkle Materie bezeichnet, zumindest nach dem aktuellen Kenntnisstand oder nach der vorherrschenden Meinung. Und diese dunkle Materie, für die das noch nicht gehört haben, was das ist, ist im Grunde definiert als Materie, die nicht oder nur schwach mit dem Lichtwechsel wirkt oder Licht ausstrahlt. Das heißt, es handelt sich wirklich im wahrsten Sinne des Namens um Objekte, die überhaupt kein Licht ausstrahlen und die auch nicht in irgendeiner Form elektromagnetisch wechselwirken. Oder wenn überhaupt, dann nur so schwach, dass man es nicht detektieren kann mit dem, was unsere Detektoren so leisten können. Und die dunkle Materie hat die Eigenschaft, dass sie die Eigenschaft hat, einen vernachlässigbaren Druck zu haben. Das heißt, die Druckkraft spielt für die dunkle Materie in dem Fall kaum eine Rolle. Und dann ergibt sich tatsächlich, das Bild, dass auf allen Größenskalen sich stabile Strukturen bilden können. Also dass auf allen Größenskalen die Gravitation beherrschend ist. Und was sich dann für eine Verteilung von Materie ergibt, ist, was man als das kosmische Netz bezeichnet. Das ist hier dargestellt. Das ist aus einer Simulation, die dunklen Materieteilchen in einem sich expandierenden Universum zu Beginn der Strukturentstehung simuliert. Das heißt hier, was ihr hier seht, ist nur dunkle Materie, keine gewöhnliche Materie.
Und was ihr auch seht, ist, dass sich diese netzwerkartige Struktur bildet. Und an den Stellen, wo sich diese Fäden kreuzen, seht ihr, dass ziemlich dichte Konzentrationen vorhanden sind. Und diese dichten Konzentrationen an den Punkten, wo sich diese Netzwerkstrukturen überlagern, das sind dann tatsächlich die Vorläufer für Galaxien und für Galaxienhaufen. Und das Ganze, also die Besonderheit von dem Ganzen ist, dass die gewöhnliche Materie bereits zu diesem Zeitpunkt und auch heute eine so geringe Dichte gegenüber der dunklen Materie besitzt, dass im Grunde die Gravitation der dunklen Materie dominiert und die gewöhnlichen Materieteilchen einfach der dunklen Materie folgen. Ja? Und dass umgekehrt der gravitative Effekt der gewöhnlichen Materie auf die dunkle Materie vernachlässigt zu sein ist. Und das bedeutet in dem Fall, dass die Strukturen, die wir am Himmel sehen, Galaxien und Galaxienhaufen, dass die leuchtende Materie, die dort drin ist, diese Strukturen nicht alleine zusammenhalten kann. Also wenn wirklich nur diese leuchtende Materie da wäre, und das zeigen sehr, sehr viele Modellberechnungen, dann würden die Teilchen einfach, oder dann würden die Sterne in dem Fall einfach aus der Galaxie rausfliegen. Aufgrund also ihr kennt das als Zentrifugaleffekt zum Beispiel. Das ist einfach das Gleiche hier. Und damit was man quasi als die Klebemasse zwischen dieser leuchtenden Materie bezeichnet, ist die dunkle Materie. Und die dunkle Materie macht den Großteil nach derzeitiger Kenntnis der Strukturen, die wir im Himmel sehen, aus. Das heißt, ihr müsst euch da vorstellen, dass so Sterne in einer Galaxie in so einem kugelförmigen Klumpen von dunkler Materie eingebettet sind. Und diese dunkle Materieklumpen, der hält die Struktur gravitativ gebunden. Und zu Beginn des Universums, das heißt, hier, wo dieser Schnappschuss hier entstanden ist aus der Simulation, relativ zu Beginn der Strukturbildung, wo es noch keine Sterne gab und keine Galaxien, da findet man dann vor, dass die gewöhnliche leuchtende Materie sich in diese, dass sie in die Strukturen, in die dichtesten Strukturen der dunklen Materie hineingezogen wird. Und letztendlich richtet sie sich demnach auch auf großen Skalen wie dieses Netzwerk aus. Also die Verteilung leuchtender Materie folgt dann im Endeffekt dem dieses Netzes, weil die dunkle Materie die gewöhnliche leuchtende Materie einfängt sozusagen. Und wie das Ganze dann zu Galaxienentstehung führt, darauf will ich noch ganz kurz eingehen, auf dieser Folie. Also ich hatte schon erwähnt, dass die gewöhnliche Materie, und das ist in dem Fall zu Beginn der Strukturentstehung, nicht mehr die Photonen, die ich vorher erwähnt hatte, spielen kaum noch eine Rolle. Die Photonendichte ist ein bisschen ausgedünnt worden über die kosmische Expansion und stattdessen, was dadurch zustande kommt, dass sich die Materiedichte weniger stark ausdünnt während der Expansion, hat die massive Materie zugenommen. Und zwar liegt diese massive Materie in Form von Gas vor und dieses Gas besteht zum Hauptteil aus Wasserstoff. Und dieses Gas ist nun frei im Raum verteilt zunächst mal und kann von selber nicht diese Strukturen bilden, aber da dieses Netz aus dunkler Materie anwesend ist, wird dieses Gas einfach in diese dichtesten, von diesen dichtesten dunklen Materiekonzentrationen angezogen und fließt in die dunklen Materieklumpen mit hinein. Und damit überhaupt Sterne entstehen können in so einem Gebilde, dann muss das Gas abkühlen. Das hat einfach den Grund, dass man die
die Hitze des Gases auch wieder man kann die als eine Bewegung von Teilchen auffassen, eine Wärmebewegung. Und diese Bewegung, die macht den Gravitationskollaps schwerer. Das heißt, gekühlte Materie, je kühler sie ist, desto einfacher kann sie auf dichtesten Gebiete kollabieren und dadurch die Sternentstehung begünstigen. Das Interessante ist, dass die ersten Sterne erst 400 Millionen Jahre, ich weiß nicht, warum da ein I hinter dem J ist, 400 Millionen Jahre nach dem Urknall entstehen ungefähr. Und die Sternentstehung wird begünstigt in den Gebieten, in solchen Nebeln bzw. Molekülwolken, sagt man auch dazu, wie sie hier dargestellt sind. Und was man hier sieht, ist eine Region, die vorher mal viel dunkler war. Vorher waren die meisten Punkte, die man hier sehen kann, so dunkel wie dieser Streifen, der sich hier durchzieht. Und nach der Sternentstehung ist er nicht mehr so dunkel. Und das hat damit zu tun, dass die Sternentstehung vorwiegend in Gebieten stattfindet, in denen sehr viel Moleküle, sehr viel schwerere Moleküle auch vorhanden sind. Und was die Sterne dann machen, ist, dass die Strahlung, die von den Sternen ausgeht und auch von den schwarzen Löchern, die vielleicht aus den Sternen später entstehen, sowie natürlich die Supernova-Explosionen am Ende der Sternenleben, dass diese Strahlung das Material, in dem die Sterne entstehen, also das heißt diese dunklen Gaswolken, auseinandertreibt und aufheizt. Und das Ganze nennt man auch destruktives Feedback. Und dieses destruktive Feedback ist der Grund, warum die Sternentstehung häufiger als, oder warum die ersten Generationen von Sternen häufiger als suizidal bezeichnet werden. Weil dadurch, dass die Sterne abstrahlen und auch ihre Supernovae, die dann am Schluss entstehen, eben dieses Gas, was am Anfang, dieses kühle Gas, was für die Sternentstehung wichtig ist, erhitzt wird und aus der Region auch rausgetrieben wird durch die kinetische Wirkung dieser Strahlung und dadurch weitere Sternentstehung abwirkt. Und es dauert dann erst interessanterweise viele Millionen Jahre später, bis die Sternpopulationen stabil sind über die Zeit. Es ist nämlich so, dass man eine bestimmte Dichte braucht oder eine bestimmte, oder dass diese Klumpen, in denen die Sterne entstehen, eine bestimmte Masse brauchen, damit das überhaupt, damit die Gravitation und die Abkühlung des Gases gegen diese Strahlung der ersten Objekte, die entstanden sind, ankommt. Jo, und bevor ich zu den Fragen komme, habe ich noch einen schönen Film. Dieser Film ist illustriert diese Simulation, aus der ich euch vorher diesen Schnappschuss gezeigt habe. Und was er zeigt, ist das dunkle Materiefeld im Universum. Und es beginnt bei einer, also ich spiele das mal ab, das beginnt bei einer homogenen, nicht mehr so homogenen Verteilung jetzt. Oben rechts seht ihr die Zeit in Gigajahren. Und ja, die Astronomen. Ja. Und ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Und die Kamera rotiert hier irgendwie so ein bisschen in so ein Gebiet, wo ihr seht, dass die Gebiete dichter werden. Und es wird gezeigt, wie diese netzwerkartigen Strukturen entstehen, aus einer vormals beinahe homogenen Verteilung mit diesen leichten Fluktuationen, die ich erwähnt hatte. Das ist jetzt dunkle Materie. Ja, das ist nur dunkle Materie. Und die gewöhnliche leuchtende Materie folgt dann einfach dieser Verteilung durch die gravitative Dominanz der dunklen Materie. Ich kann das auch ein bisschen schneller machen. Kommt nämlich noch ein bisschen was. Okay, jetzt seht ihr, dass sich hier sowas wie ein so eine Haufenstruktur in der Mitte formt. Und das ist dann, was man als einen dunklen Materiehalo bezeichnet.
Das ist einer von diesen Klumpen, die ich erwähnt hatte, wo sich dann später die Galaxien drin bilden können. Ja, und im Prinzip diese ganz kleinen Punkte, die überall sind, um ein Gefühl für die Größe zu bekommen, das sind Gebiete, in denen dann später Sterne entstehen. Und dieses große jetzt hier, diese ganz große Struktur, ist ein Gebiet, wo dann eine Galaxie entsteht. Und das hier ist diese ungeordnete Bewegung, die sich jetzt hier einstellt, von der ich gesprochen habe. Das heißt, es fällt nicht weiter zusammen, die Materie ineinander, sondern stellt sich dann irgendwann ein Gleichgewicht ein, wo sich einfach die einzelnen kleineren Klumpen ungeordnet um das Ganze bewegen. Und das Ganze geht bis 13 Gigajahre. Also heute dann. Hast du eine Frage? Ja. Ja. Du sagst eben, dass ein Stern an sich ja von seiner eigenen Gravitation nicht zusammengehalten werden kann. Das heißt, er ist eingebettet in einen Klumpen aus dunkler Materie. Dieser Klumpen aus dunkler Materie darf das aber keinen größeren Radius haben als der Stern selber, oder? Denn der äußere Bereich dunkler Materie würde doch dadurch, dass er auf beiden Seiten ist, sich rauskämpfen, oder? Wieso sollte er sich rauskämpfen? Du meinst, er würde den Stern auseinanderziehen? Nee, er würde den Stern nicht auseinanderziehen, aber er würde effektiv keine Kraft darauf wirken lassen, weil ich auf der anderen Seite des Sterns denselben Klumperstrom der Materie habe. Ja, also wenn du an einer bestimmten Stelle, an einem bestimmten Radius bist, dann spielt nur die Kraft von der inneren Verteilung, die in diesem Radius umschlossen ist, eine Rolle. Genau, das meine ich. Ja. Und das heißt, dass aber wenn ich... Aber sie, wieso sollte sie dann nicht größer sein dürfen? Sie darf ruhig größer sein und sie ist, nach dem, was man so modelliert, ist sie auch größer. Okay, und das sieht man dann auch bei Galaxien ganz deutlich. Also zum Beispiel eine Galaxie, wenn man sie jetzt so dieses Bild im Kopf hat von so einer Spiralgalaxie, also das, was ich vorhin, ich kann mal die Folie zeigen, hier hat er auch so ein Bild, da rechts. Das ist diese sichtbare Form von dieser Spirale hier, ist eigentlich nur ein kleiner Bereich in der Mitte von der eigentlichen Galaxie, weil der ganze dunkle Materiehalo sich viel, viel weiter nach draußen noch erstreckt. Aber tatsächlich effektiv für die gravitative Zusammenhaltung von dem Ding ist nur der Teil dunkler Materie, den die leuchtende Materie selbst auch umschließt. Ne? An dem jeweiligen Radius ist jeweils das Umschlossene das Relevante. Also, laut dieser Folie hier ist es
Ah, okay, jetzt stimmt nicht ganz. Das bezieht sich nicht genau auf das Ende der Inflation. Ich glaube, dass das ein paar Minuten nach dem Urknall vorbei war. Das war schon jetzt also irgendwie eine Langzeit oder so. Es war mehr als eine Langzeit, ja. Und meine zweite Frage war, die Kurven, die wir jetzt gesehen haben in der Animation, ist das im Großen und Ganzen trotzdem noch homogen? Also gibt es diese Kurven ungefähr in gleichen Abständen? Oder gibt es da noch weitere Strukturen? Also wenn man quasi rauszoomen würde aus der Simulation, würde man sich einem asymptotischen Zustand annähern, der komplett homogen ist. Das ist auch, warum man das Urknallmodell überhaupt betreiben kann. Also das ist eine der Grundannahmen sogar vom Urknallmodell, dass auf den allergrößten Skalen sich die Materiestrukturen alle zu einer gleichmäßigen Verteilung wegmitteln. Ja? Ja? Habe ich das richtig verstanden, dass sich das dunkle Materiefeld zuerst destabilisiert hat, weil die normale Materie durch Strahlungsdruck und andere Sachen gleich verteilt geblieben ist, trotz der Quantenfluktuation? Ja, genau. Also die dunkle Materie formt früher Strukturen und dann sind die Strukturen einfach bilden quasi das Skelett von der Verteilung der gewöhnlichen Materie, die es dann später einstellt. Und die fließt dann nur aufgrund der Gravitation? Ja, genau. Die macht nicht selbstständig, die folgen einfach nur den dunklen Stellen, den dichtesten dunklen Stellen. Also wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit.